Grüezi, Servus, Hallo, Swiss hier. Und nochmal mit der Runde mit der Schorsch. Dieses Mal zum Thema: Die Schorsch ist schon ein geiler Kammerjäger. Das hatte sogar fast gereimt. Fand ich ein spannendes Match. Spannendes Spiel. Und vor allen Dingen auch wieder ganz, ganz lustige Vorkommnisse. Mehr des Glücks. Na, ja. Ja. Es ist nicht immer mein Meer des Glücks, aber hin und wieder kommt es vor, dass es das Meer des Glücks ist. Und dann hüpfen wir mal rein ins Spiel. Wir sehen wieder mal immerhin mal zwei Kreuzer, drei Zerstörer, zwei Kreuzer, Schlachtschiffe und ein Flievertüt. Und ihr wisst ja alle, Flievertüt ist mein absolutes Highlight. Wenn ich die nur schon sehe, dann gehen mir meistens schon die Rosettchen tauchen. Also, aber gut. Ich werde es auch heute das letzte Mal erwähnen, im Sinne von, dass sie mir auf den Wecker fallen. Denn mach's ja nichts. Ändern kannst du es nicht, da sitze und los geht's. Also, wir spawnen links bei A, also fahren wir erstmal nach links. Sicherlich in die Mitte und gucken mal, was zu tun gibt. Und, es sind ein paar schöne Beispiele da für das Thema attackieren und auch wieder rausziehen aus der Attacke oder angreifen und zurückfallen lassen. Und einfach mal zu gucken und sich neu zu positionieren. Oder wenn man jetzt irgendwie eine nicht allzu gute Position hat und gerade ich mit meinen halben Papierschiffchen hier muss so oder so doppelt und dreifach aufpassen. Und wie gesagt, es braucht auch viel Versuche, bis so ein Spiel steht. Also vieles geht schief. Das ist übrigens ein ganzen geiler Typ. Ich sage ihm, hey, komm doch bitte zurück und unterstütze uns hier. Abgelehnt. Dann frage ich den Nebenmann, also wer nicht gucken kann, wo das Lichtlein blinkt, der muss einfach aufhören zu spielen, fragt den. Und der gleiche Typ, der vorher schon Nein gesagt hat, sagt wieder Nein. Ja. Und da stehen wir hier zu zweit auf unserem Cap und denken uns so, okay, 2 gegen 4 und natürlich der Flievertü. Das wird nicht unbedingt funny. Also, ich kriege auch schon die ersten Andenken, weil man natürlich relativ schnell aufgeht. Und ja. Und da vorne haben wir die Surrey und die Surrey, greife ich jetzt mal an. Weil, ja, ist für unseren Zerstörer sicher mal die größte Plage und dahinter ist natürlich eine Colorado. Und ich weiß, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, aber Colorado gehört echt nicht dazu und von dem her. Aber trotzdem, Schaden. Schaden. Hä? Schaden austeilen, damit die Schnauze voll haben. Und das entwickelt sich hier nicht so richtig in meine gewünschte Richtung. Also drehe ich mal ab. Und guck mal, wie ich mich dann neu platzieren kann. Weil die Surrey, ja, wie gesehen, die ist jetzt nicht so ein toller Gegner für mich. Mit ihren scheiß 203er Geschützen. Neu positionieren, ne? Ja, gucken wir mal, wie das geht. Wollt jetzt allerdings auch nicht. Ja, natürlich gehe ich durch den Flievertüt wieder auf. Und wenn man durch den Flievertüt aufgeht, dann zielt wieder irgendeiner auf einen. Das ist nun mal einfach so. Und da muss man so ein bisschen den Horizont und den Himmel im Auge behalten, ob sich da irgendwelche Pixelfehler abzeichnen. Wenn ja. So. Jetzt hat sich die Surrey auch anders ausgerichtet. Und für mich natürlich deutlich besser, weil jetzt fährt sie breit zu mir. Jetzt kann ich sie besser unter Feuer nehmen. Denn ich möchte ja unseren Zerstörer schützen. Der unterdessen gestorben ist. Na toll. Also gut, ein Zerstörer weniger auf dieser Welt. Dann bin ich also allein auf dieser Seite. Ja, das macht die ganze Sache doch schon viel attraktiver. Ich gegen eine Colorado und eine angeschossene Surrey. Und hin und wieder ein Flugzeugträger. Gut. Naja, wir hatten schon schlimmere Situationen. Von dem her, es kommt ja so oder so, wie es muss. Also was soll ich mir aufregen? So. Und da ist die Surrey. Und ich fand das bis jetzt ganz sympathisch, dass die nicht groß auf mich geschossen hat. Ich konnte mir das noch nicht ganz erklären, weil ich war ja in Reichweite.
Und dass die Sirin eine beschissene Reichweite hat wie ich, das könnte ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Aber wenn sie nicht will, die war mit was anderem beschäftigt, dann bespaßen wir sie halt eine Runde. Die dreht auch nicht weg. Die fährt schön schnurstracks wieder. Finde ich gut. Fand ich zu dem Zeitpunkt sehr angenehm. Aber ein Feuerchen wollte uns nicht gelingen. Da hab ich gedacht, ja komm, probieren wir es nochmal auf der Kolo. Dann geht die wieder zu. Das ist eigentlich so ein bisschen so wie ein Einkaufsbummel im Corona-Sektor. Auf zu, hä? Der eine geht auf, der andere geht zu. Furchtbar. Flievertyp mit seinen Torpedos, aber nicht bei mir. Finde ich schon mal gut. So, ich drehe ein bisschen ein. Um so ein klein bisschen Distanz zu verkürzen zu Surrey. So, und weiter geht der Spaß. Und hab mir gedacht, also, oh, die habe ich auch schön verhauen, die Salve. Leck mich doch am Arsch. So, jetzt hat sie mich, glaube ich, bemerkt. Das fand ich gut. Ich schalte um auf AP, aber ist eine ganz doofe Idee. Genau. Da ist nichts zu holen. Also, ich probiere es zwar nochmal. Gut, die holt bei mir auch nicht viel. Winkel stimmt. Ja, doch, da sind wir ein bisschen durchgekommen. Probieren wir es nochmal. Wasserlinie, aber die dreht ein. Ich glaube, da ist nicht so wahnsinnig viel zu machen. Naja, noch eine letzte Salve AP. Aber da tut ihr. Ja, das ist minimal. Wir gehen wieder auf HE. HE tut weh. So, sie dreht schön breit und kümmert sich wieder nicht mehr um mich. Dafür die Colorado. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke für die 3.500 auf den Hintern. Müsste alles nicht sein, Mann. Aber egal, müssen wir mit leben. Weiter geht's. Surrey, die muss weg. Weil die stört mich. Ich hab's nicht so mit den Briten. Also im Sinne von, ich finde die Surrey auch schwierig zu fahren. Aber ist nun mal die letzte Stufe vor der. Vor der. Vorm 7er. Albemarle. So, jetzt haben wir sie. Und ich dachte mir so, Junge, bin ich denn der Einzige, der auf die Surrey schießt? Kann es ja irgendwo nicht sein, aber irgendwann sehe ich. Die ist aber verdammt nah an unserem Schlachter. Das ist aber keine gute Idee. Also will sie torpen. Gut. Wollte ich jetzt nicht unbedingt so kampflos zulassen, aber mir hilft. Es ging mal irgendwie. Hä? Torpedos? Nicht für mich. Ich wollte es jetzt einfach nicht. Ah, sie brennt unterdessen. Na, wenigstens das haben wir hingekriegt. Wenigstens das haben wir hingekriegt. Und das ist was? Ah, Flugzeugträger ist weg. So, und irgendwann gibt hier, glaube ich, unser Schlachtschiff dann den Rest. Nee, er steht noch. Er steht noch. Gut. Aber das ist auf jeden Fall ein Zerstörer in der Nähe. Ja, die gehen doch vorbei, Schnucki. Also, ich muss mich unbedingt für einen neuen ersten UO mal schlau machen bei so, jetzt ist er weg, sorry. Also der Typ geht gar nicht. Torpedos voraus, die gehen 16 Meter, 17 Meter am Schiff vorbei. Die muss er mir gar nicht melden, Junge. Mann, 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 immer diese Panikmache für nix. Also, unser Flievertütträger hat nix mehr. Aber, anstatt seinen Arsch jetzt zu verpissen, ne, in meine Gegenrichtung, weil ich komme jetzt hier, um ihn zu unterstützen. Hier sind Torpedos, hier ist ein Zerstörer. Wollen wir nicht. Und voilà, da ist er schon. Die Akatsuki? Akatsuki? Akatsuki. Ne, Asashio. Asashio. So. Und die Asashio hat einen relativ guten Reload, was ihre Torpedos angeht. Also, spät, ich meine, klar, ich nehme sie unter Feuer, aber ich nehme die jetzt nicht mit zwei Salven raus, sondern der Flugzeugträger denkt sich einfach, ich chill hier mal eine Runde im Wasser. Ja. Junge, ich sag dir eins, da kommt die Konsequenz von deinem Verhalten. Und, ja. Das tut nicht Not, ne? Und wir zählen jetzt mal die Zeit. Die Asashiro jetzt versagen mal 6, 7, 8 Sekunden, mal 10 Sekunden hat ihre Torpedos abgefeuert. Gucken wir mal oben auf die Uhr. Ich glaube, die hat eine knappe Minute Reload. Ja, wenn er überhaupt das gebraucht hatte. Vermutlich hat sie ja mit den Bordgeschützen auf sie geschossen. Und an dieser Stelle kommt jetzt immer mein beliebtes heiteres Raten: links oder rechts? Denn irgendwo ist ja hingefahren. Dass sie geradeaus stehen bleibt, ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, Colorado, um dich kümmere ich mich später. Mal gucken. Jetzt lass mich erstmal hier meine Arbeit machen. Also Kammerjäger. Wenn man Kleinvieh in der Bude hat, braucht es einen Kammerjäger und die Schorsch eignet sich hervorragend als Kammerjäger. Das kann sie nämlich richtig gut. Und ich jag so gern Zerstörer. Ich mache das einfach gern. Geht nicht immer gut, aber wenn es gut geht, macht Spaß. So, ich bin offen. Gut, der Fall ist klar. Ich bin offen. Jetzt wusste ich nur nicht, ist die Lotte links oder rechts. Ich habe mir gedacht, komm, fahren wir mal nach links. Und was ich an dieser Stelle auch immer wieder mal so ein bisschen anmerken darf für alle Kreuzerfahrer, die Zerstörer jagen, macht zwischendurch mal einen irren Iwan.
Also nicht, dass euch jetzt eine Flasche Wodka holt, die aussaufen und auf dem Tisch anfängt in der Unterhose zu tanzen. Das meine ich nicht damit. Sondern einfach mal einen Richtungswechsel. Zu einer x-beliebigen Zeit. Ja? Einfach mal so einen richtig schönen 180-Grad-Turn machen. Oder 90-Grad-Turn. Einfach mal einfach ein bisschen wegbewegen. Denn falls der liebe Meister damit liebäugelt, mir Torpedos zu schicken, kann das lebensrettend sein. So, und wir sehen gleich warum. Ich bin jetzt also von. Vor ein paar Sekunden bin ich nach links ausgedreht. Ah. So. Und das rettet mir den Arsch. Und zwar einmal, zweimal. Und japanische Torpedos treffen Kreuzer prinzipiell nicht allzu häufig, bis sie weg sind. Also die hauen so einen irren Schaden raus. Von dem her war der Richtungswechsel genau richtig. So, und die zweite Salve geht sowieso ins Nirgendwo. Jetzt weiß ich also schon mal, der Kollege Essig ist rechts. Jetzt weiß ich nur noch nicht wo. Und jetzt kommt der zweite spannende Punkt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Irgendwann juckt's die Zerstörerfahrer im Schritt. Also die, die ich kenne und die, die ich treffe. Die müssen irgendwann, müssen die ihn einfach auspacken, auf den Tisch legen und sagen, so, wer hat den längeren? Heißt, sie schießen mit den Bordgeschützen. So. Und am Schiff gemessen ist schon mal ziemlich klar, wer den längeren hat. Und, naja, ich weiß nicht, also von Japanern habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst. Gemäß Statistik sollen die ja nicht allzu, ne, hier. So, da sind wir als Mitteleuropäer definitiv besser dran. So, Asashio bleibt offen, Hydro an, Radar an, Asashio, History. Und tschüss, sehr schön. Schießt wieder einer auf mich. Ich habe das nur nicht geschnallt. Ja, klar, rechts ist der Treffer, ich gucke nach links. Sorry, ich brauche immer einen Moment, bis ich umgeschaltet habe. Da haben wir das nächste Spielzeug. Die Fubuki. Und was macht die Fubuki? Schickt mir Bordgeschütze, finde ich lustig. 20 Sekunden Zeit für mich. Erste Salve mal raus. Und, auch wenn ich da so brenne, ich noch nicht um mein Leben renne. Also mir geht es immer noch gut. Jetzt geht sie zu. Die war innerhalb von 9 Kilometern. Die Schorsch hat 9 Kilometer Radar. Ich muss auch noch einen Moment warten, weil jetzt fahre ich wieder eine Seitenwand hier. Das bremst fürchterlich. Und natürlich ist auch hier damit zu rechnen, dass Andenken unter Wasser kommen. Jawohl. So, Fubuki. Radar ist an. Ich habe 9 Sekunden Zeit. 9 Kilometer oder 12 Sekunden. Schätzeken. Schmoken bringt doch nichts, wenn ich Radar anhab. Du bist ein lustiger Vogel. Aber ja, schön, dass du es machst. So, jetzt geht's aber nochmal zu. Also, mein Hydro läuft aus. Oder ich mache mein Hydro gleich an. Da muss ich aber 4 Kilometer ran an die Maus. Also eindrehen. Auf sie zufahren. Warum? Naja, wenn Torpedos kommen, kleinere Treffer. Voila. So, mal Detail 1 und Detail 2. Sie schießt auf mich. Und wenn man sieht, wo die Schüsse herkommen, dann kann man sich darauf einstellen. Ja? Und noch geiler ist, wenn ihr schon aus dem Nebel schießt, dann bewegt euren Arsch von links nach rechts, von rechts nach links. Was macht die Troller? Steht da einfach. Jo, dann macht Tschüss. Schöne Sache. Melde also meiner Firma gehorsamst. Zwei Ratten im Kanal, zwei Ratten eliminiert. So. Und wir liegen vorne. Das heißt, sofern jetzt nicht irgendwie die Colorado ein Wunder vollbringt, haben wir das Ding gewonnen. Haben wir übermäßig viel Schaden gemacht? Nein. Aber wir haben geholfen. Na, wir haben die Surrey bespaßt. Wir haben die Colorado bespaßt. Wir haben zwei Zerstörer rausgenommen. Es muss nicht immer High Damage sein. Es kann auch mal einfach ein dienliches Spiel sein. Ja? Und darum sage ich ja immer wieder, ich Teamplayer, ich probiere immer für mein Team zu spielen. Das gelingt mir mal besser, mal weniger gut. Braucht natürlich auch passende Teamplayer. Aber ich bin mir auch nicht zu schade, Zerstörer zu jagen. Warum soll ich mir auch zu schade sein, Zerstörer zu jagen? Ich meine, hallo, die müssen weg. Ja? Flugzeugträger haben sie schon rausgenommen, wer weiß was noch. So, also wir machen jetzt noch ein bisschen Distanz klar zur Kolo. Weil die hat mir auf den Hintern geschossen, dann schießen wir noch zurück. Und dann können wir unsere Trefferpunkte noch ein bisschen. Trefferpunkte, unseren Schadenszahl noch ein bisschen erhöhen. So, jetzt warte ich so, bis ich so bei rund 12 Kilometer bin. Dann lohnt sich auch einzudrehen. Ja, wo haben wir jetzt? 13 und, noch einen Moment. Wenn wir bei 12 sind. Ja, jetzt können wir. So, alle vier Türmchen ausrichten, damit meine Jungs nochmal ein kleines Fest haben. Und drauf auf die Jutta. Und brennen tut sie schon einmal. Sehr gut. So soll es sein. Meine Güte, sieht mein Schiff aus. Eine Schande. So, genau.
Eben, die Kohle bespaßen wir jetzt noch. Wir krempeln jetzt unsere Schadenspunkte noch ein bisschen hoch. Wir resetten das Cap. Auch ganz wichtig, sie kann das Cap nicht einnehmen. Wir ballern ja auf sie. Und sie hat definitiv ein anderes Problem. Da steht irgendwo ein Schlachtschiff. Denn auf mich schießt sie nicht. Oder schießt auf einen Zerstörer. Was weiß ich, was sie für Hobbys hat. Auf mich schießt sie nicht. Weil sonst wird es eins kommen. Und dann noch ein Schiff übrig. Ist es klar, wer das Schiff wäre. Muss ich mir also keine Sorgen machen. Kann hier hübsch noch sogar ein bisschen eindrehen. Noch ein bisschen Distanz verkürzen. So, und das war's. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Für die Neuen lasst auch ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, habt Spaß am Spiel. Und wir sehen uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Swiss.